Bäm! Die 60 EP war es mir doch wert. So. Wow. Also ich jetzt. Also. Pfeil. Danke. So. Innen sind Bandite. Banditen. Bandite. Banditen. Innen sind Banditen. Ist ein Bandit. Ach, Bullshit. So. Obwohl, den Scavenger könnten wir vielleicht. Oder Scavenger. Wenn ich treffe, dann. Ja, shit. Nochmal ein Versuch. Na dann nicht. Dann kommen wir später nochmal hier hin. Dann als erstes, ne? Ich bitte dich. Zack. Zack. Da möchte ich auch noch mal kurz hin, aber als erstes, ne? Müssen wir überhaupt mal sicher ins Wasser gelangen. Wir könnten eigentlich reinjumpen. Eigentlich dürfen wir gar keinen Schaden da bekommen. Ha. Das doof ist aber, ob wir das. Ob wir überhaupt so weit reinkommen. Also in die Nähe des Wassers. Und zack. Ja. Zack. Zack. Hoffentlich kriegen wir jetzt keinen Schaden. Boah. Knapp. Tja. Eigentlich dürfen wir keinen Schaden bekommen, also. Und jetzt nochmal zu den Kleinen da hinten, ne? Ein bisschen quatschen. Da hinten ist ein Schiff. Aber da gehe ich nicht hin, da schwimme ich nicht hin. Nein, nein, nein. Hopp. Ob er mit dem Tauchen schneller ist, das weiß ich nicht. Blub, blub, blub. Blub, blub, blub. So, geht doch. Hüa! Endlich geschafft. Hornmuschel, Steintafel, alles können wir gebrauchen. Feldknörschel oder wie auch immer das heißt. Klappmuschel, Hornmuschel, Muschel. Ah ja. Was haben wir sonst noch? Klappmuschel. Klappmuschel. Ich nuschel nicht. Nee. Mal speichern. Haben wir hier noch was? Der kleine Truhe. Mit all dem Gold jetzt. Tja. Dieser Abstecher lohnt sich. Und bevor wir gehen, da war doch hier noch was. Das hatte ich so an der Seite gesehen. Kann man da durch? Nee. Ah, jetzt steckt man fest, oder? Ja. Oder auch nicht. Bevor wir mit dir reden, Kleiner, ne? Speicher mal. Sammeln das Fischchen hier auf und dann. Da bist du ja endlich. Ich warte ja schon seit Stunden. Aber Moment mal. Du bist gar kein Händler aus der Stadt, oder? Wo ist Baltram? Baltram? Wartest du auf einen Händler? Du bist wohl ein ganz schlauer, was? Das habe ich doch eben gesagt, oder etwa nicht? Nee. Dieser Nichtsnutz von einem kleinen Krämer hat mich wohl vergessen, so wie es aussieht. Er soll mir noch mal in die Finger kommen, sage ich dir. Wer bist du? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, mein Name ist Skip. Na, klingelt's? Wer? Jetzt sag bloß, du hast den Namen Skip noch nie gehört. Meine Fresse, wo lebst du denn? Ich bin einer der meistgesuchten Verbrecher in Korinnis. Meine Jungs und ich machen schon seit Jahren die Gewässer um diese lausige Insel hier unsicher. Das musst du doch schon mal gehört haben. Nö.
Muss ich dich kennen? Jetzt sag mal nicht so vorlaut, Bursche, sonst lernst du den alten Skip mal kennen. Ja. Wo kommst du her? Du willst wissen, wo unser Unterschlupf ist? Wenn ich dir das erzähle, dann könnte ich mich ja gleich der Miliz stellen. Außerdem würde dir das sowieso nichts nutzen, falls du vorhaben solltest, uns aufzusuchen. Die Insel Korinnes ist groß und da, wo wir sind, kommt sowieso niemand hin. Es sei denn, er fährt mit einer Kogge oder einem Schiff. Dann müsstest du auch noch einen Weg durch die Klippen finden. Niemand kommt da durch, es sei denn, er kennt den geheimen Weg. Ja, und wir kennen den. Zwei Menschen, die den Weg kennen. Und du bist keiner von ihnen. Tja, danke. So. Dürfte ich ein bisschen plündern? Danke. Oh, rostige Axt, ein Hammer. Aha, aha. Apfeltabak. Fackel. Truhe. Zack. Ist doch schön, diese Gastfreundlichkeit hier, ne? Ich kann alles nehmen, was ich will, ohne dass er was sagt. Ich will raus. Geht doch. Oh. Hornmuschel. Klappmuschel. Die in der Luft schwebt. Oder schwebte. So. Und nun machen wir uns auf den Weg in die Stadt. Nach den heiß ersehnten, ja, Leuten da drin. Dann. Blub. Ja, das könnte jetzt, sag ich mal, ich sag da mal, es dauert eine 30 Sekunden bis Minute, bis wir da hinten angekommen sind. Bei den kleinen Schüppchen. Da könnten wir auch nochmal lang. Da kommen wir eh nicht rein. Na los! Schwimmen! Schwimmen noch mehr! Schwimmen so schnell, dass wir jetzt endlich ankommen. Mann! Ein riesiger Fisch. Guten Morgen, Laris. Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Bist du bis hierher geschwommen? Das ist auch ein Weg, an den Stadttorwachen vorbeizukommen. Ja. Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich dann noch an Lee erinnern, oder? Ja, Klärchen. Oh. Wie? Du hast wohl eine Menge mitgemacht, was? Lee war der Anführer der Söldner im neuen Lager. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen. Kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Ach, finde ich auch. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen? Obwohl, nee, wir müssen doch nichts wissen. Was ich fragen wollte, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar, wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Als erstes aber noch... Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Ich werde schon einen Weg finden. Klar, wenn du dich bei den Bürgern einschmeicheln oder Laufbursche für die Miliz spielen willst. Ja. Muss ich noch kurz was gucken. Ah, dieses Wassergeräusch, ne? Ah, jetzt schon weniger geworden. 20 Lernpunkte, ja gut. Dann würde ich jetzt mal ganz spontan sagen, dass wir 5 Stärke, Geschick, pupsen wir erstmal. Nochmal 5. Und die 10. Ah, behalten wir nochmal. Ja, danke. Dann können wir doch gleich vielleicht eine bessere Waffe. Was? 4 Stärke? Fehlt uns? Was? 5 Talent hier. Nee, ja, was? Oder 9 Geschick? Was? Brauchen wir ein Geschick hierfür? Ach ja. Benötigte Geschicklichkeit, ja. Aber egal, den Degen würde ich ja im Endeffekt nicht. Tja, machen wir erstmal, nehmen wir ein paar Quests an und mal gucken,
Aha. Ahoi, du Land. Siehst du. Ah, verdammt. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Corinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Jojo. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge. Und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Oder die wollen einfach nur pennen. Sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. So. Das war schon die Annahme der Quest und wir müssen jetzt erstmal hier ein paar Leute aus dem Au hauen, in der Stadt. Der erste, ne, das wird ein bisschen schwer. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Nein. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Nein, ich will nicht in die Kneipe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das ist nicht wichtig. Und deshalb können wir direkt zum Geschäft kommen. Da du hier neu bist, mache ich dir ein Angebot. Du gibst mir 50 Goldstücke und kannst gehen. Das ist dein Eintrittspreis für die Kneipe. Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles. Das ist wirklich nicht mein Problem. Die hauen sich den Schädel. Das könnte, glaube ich, ein bisschen dauern. Alles. Schlag zu. Zeig's ihm. Zeig's ihm. Na komm, ich mach dich doch eh fertig. Das ist die schwache Taktik, ja? Zeig's ihm. Weg mit der Waffe. Jojo. Bitte. So, das ist alles meins, Mo. So, warten wir doch mal, bis er aufsteht. Ich will noch ein bisschen... Was willst du denn? So. Ich will noch ein Pläuschchen mit dir machen. Komm, steh auf, Mo. Ja, komm, Mo. Los. Darüber reden wir noch. Bitte was? Willst du Stress? Schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Nichts. So, dann würde ich jetzt mal sagen, werden wir zum Spider-Man. Nein, das, obwohl, nee, das machen wir gleich. Die Häuser durchsuchen, also die Dächer der Häuser durchsuchen. Und als erstes noch. Junge, das Gehämmer von diesem Irren macht mich total fertig. Wen meinst du? Hörst du nicht das Hämmern? Wer hämmert denn den ganzen Tag im Hafenviertel? Ich. Ich meine den irren Fellan. Der hämmert jeden Tag an seiner Hütte herum. Ich könnte mich um Fellan kümmern. Du willst mir helfen? Was hast du davon? Sag du es mir. Ach, so sieht's aus. Na gut. Wenn du es schaffst, dass er mit dem Gehämmer aufhört, zahle ich dir 25 Goldstücke. Okay. Aber eins sage ich dir gleich. Mit dem Kerl kannst du nicht reden. Der ist irre. Da helfen nur ein paar ordentliche Schläge. Dafür werde ich schon sorgen. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst es dir ja noch überlegen. Denke daran. Ich zahle dir 25 Goldmünzen. So. Wo ist der kleine Hämmerfuzzi? Da ist er. Einmal speichern und dann Attacke.